Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video zeigen wir euch, was ihr unbedingt beachten solltet, wenn ihr ein Gewinnspiel auf Instagram veranstaltet. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Gewinnspiele sind auf Instagram ein beliebtes Mittel, um auf sich aufmerksam zu machen, Follower und Likes zu bekommen oder um seiner treuen Community etwas zurückzugeben. Dabei gilt es, einige Dinge zu beachten. Auch wenn ihr nur ein kleines Gewinnspiel veranstaltet, solltet ihr bei der Durchführung eines Gewinnspiels unbedingt unsere Hinweise beachten. Falls ihr das nicht tut und einen Fehler bei der Durchführung macht, kann das eine Handlung im Sinne des unlauteren Wettbewerbs sein und als Folge drohen euch teure Abmahnungen. Geht also auf Nummer sicher und gebt bei einem Gewinnspiel alle nötigen Informationen an. Als erstes solltet ihr den Werbezweck erkenntlich machen. Gewinnspiele, die einen kommerziellen Hintergrund haben, gelten nämlich als Werbung. Denn auch wenn kein Produkt beworben wird, wird immer eine Person oder eine Sache durch euer Gewinnspiel beworben. Um also Konsequenzen zu vermeiden, kennzeichnet eure Gewinnspiele immer als Werbung. Unser zweiter Punkt ist der Datenschutz. Auch diesen müsst ihr in euren Gewinnspielen einfach zugänglich machen. Die Teilnehmer müssen hier aufgeklärt werden, welche Daten wofür erfasst werden und wie lange sie gespeichert werden. Veröffentlichungen von Namen, wie zum Beispiel des Gewinners, müssen zugestimmt werden. Erhebt keine Daten, die ihr für euer Gewinnspiel nicht braucht und verwendet eure erhobenen Daten ausschließlich nur für das Gewinnspiel. Ihr dürft keine Informationen aus dem Gewinnspiel für einen anderen Zweck benutzen. Außerdem müsst ihr das Kopplungsverbot beachten. Das bedeutet, dass ihr Gewinnspiele nicht nutzen dürft, um andere Dinge damit zu koppeln. Ein Gewinnspiel darf zum Beispiel nicht mit der Einwilligung eines Newsletters oder Werbemails gekoppelt werden, da dadurch die Teilnahme an dem Newsletter nicht mehr freiwillig geschieht. Als nächstes müsst ihr die Nutzungsbedingungen beachten. Facebook und Instagram fordern von ihren Nutzern, dass sie bei der Durchführung angeben, dass Facebook und Instagram in keiner Verbindung zu dem Gewinnspiel stehen und auch, dass es in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert wird. Ihr müsst also angeben, dass das Gewinnspiel nicht von ihnen beworben wird und sie auch keine rechtlichen Pflichten zu erfüllen haben. Stellt klar, dass ihr allein durch euren Account für das Gewinnspiel verantwortlich seid. Außerdem darf ein Like, ein Kommentar und ein Teilen nicht für eine Gegenleistung gegeben werden. Das heißt, Dinge wie jeder Like sind ein Gewinn sind auf Instagram verboten. Lest euch am besten die aktuellen Nutzungsbedingungen durch, bevor ihr ein Gewinnspiel startet. Als letztes müssen die Teilnahmebedingungen leicht zugänglich und gut lesbar sein. Bei einem Gewinnspiel müssen die Teilnahmebedingungen klar und deutlich formuliert werden. Dazu gehört die Nennung des Veranstalters, der Teilnehmerkreis, der Teilnehmerzeitraum und alle weiteren wichtigen Bedingungen zur Teilnahme an eurem Gewinnspiel. Es muss angegeben werden, wie ihr den Gewinner ermittelt und wie dieser benachrichtigt wird. Außerdem müsst ihr den Gewinn nennen und angeben, wie ihr diesen an den Gewinner aushändigt. Weist als Veranstalter des Gewinnspiels zusätzlich darauf hin, dass ihr euch vorbehaltet, das Gewinnspiel zu jeder Zeit ohne die Nennung von Gründen abzubrechen oder zu beenden. So seid ihr für Zwischenfälle oder ungeplante Verschiebungen vorbereitet. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Fragen ihr noch zu dem Thema habt oder meldet euch gerne bei den Experten von eBakery. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr in Zukunft keine Tipps mehr von uns verpassen möchtet, dann abonniert jetzt unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery-Team.